raus. Es geht bergauf. Willkommen zur 8. Folge von Songlines. Diesmal geht es hoch hinaus, denn ich habe auf dem Dach des SWR-Studios in Stuttgart Ron und Ritchie von der Band Schramme 11 zum Interview getroffen. Und wir beginnen einfach mal damit, wie die zwei überhaupt zur Musik gekommen sind. Also ich bin zur Musik gekommen. Ich kam ursprünglich aus Holland, wohne seit 1990 in Deutschland und mein bester Freund hatte eine E-Gitarre zu Hause, die ich dann aus weniger als 3 Meter Entfernung sehen konnte und hat meine Liebe zur Musik entfacht. Ja, zur Musik gekommen bin ich bei uns in der Schule. Da gab es eine Schulband, die spielten Ska. Und da ich vorher erst nur so Musik im Posaunenchor gemacht habe, der evangelischen Kirche, wo ich war, und da gesehen habe, dass man die Blasinstrumente auch noch anders einsetzen kann und nicht nur Choräle spielen, sondern eben auch peppige, poppige Musik machen kann, habe ich gefragt, ob ich dabei sein darf. Da war ich so 17. Die haben ja gesagt und da nahm dann das Heil seinen Lauf. Ihr habt ja nicht mit Schramme 11 angefangen, sondern ihr habt euch vor 3 Jahrzehnten zur Band The Busters zusammengeschlossen. Und in dieser Konstellation Schramme 11 gibt es euch jetzt seit 2015. Die beiden Bands unterscheiden sich, es sind aber die gleichen Mitglieder. Wie kommt man denn auf die Idee, nach fast 30 Jahren nochmal, ich nenne es mal, komplett von vorne anfangen zu wollen? War da schon eine längere Planung vorher? Ja, so ganz komplett neu anzufangen war das ja eigentlich nicht. Da haben wir ja Unterstützung bekommen, auch vom Plattenlabel und so weiter. Aber es ist schon in erster Linie so gewesen, dass einfach innerhalb der Band viel Songwriter auch da sind, die dann eben auch mal ein bisschen andere Sachen ausprobieren wollten. Also mit deutschen Texten zum Beispiel, die Musik ein bisschen anders, dass man sich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen kann, dass nicht alles Ska und Reggae sein muss. Und dann war aber schon klar, dass sich das eben weit von The Busters unterscheidet und weit davon entfernt. Und dann lag es eigentlich auf der Hand, dass man dem Kind einen anderen Namen gibt und deswegen Schramme 11. Also das Gute ist, wir sind Newcomer eben, aber mit großer Erfahrung, was das Zusammenspiel angeht. Wir haben ja schon ein paar Sachen auf Deutsch gemacht mit den Busters, Antirassismus-Songs Song Wir lassen es nicht zu zum Beispiel oder mit Fahr in Urlaub, Lieber macht blind. Also ganz auf neuem neuem Terrain bewegen wir uns nicht, aber jetzt so das durchzuziehen mit einem neuen Projekt, neuer Name, deutsche Texte, in dem Ausmaß neu für uns auch. Ihr habt es vorher schon gemacht, die deutschen Texte, aber wann habt ihr euch so wirklich dazu entschieden, jetzt wirklich komplett Schramme 11 nur auf Deutsch zu machen und wie waren denn so die Reaktionen eurer Fans? Also direkt beim Start war klar, dass wir deutsche Texte schreiben und auch spielen werden. Das war jetzt nicht, das waren jetzt nicht einzelne Songs und dann haben wir irgendwann gesagt, lass uns doch alles auf Deutsch machen, das war von vornherein klar. Also im direkten Unterschied zu den Busters ist die Reaktion schon anders. Bei den Busters ist es einfach 2 Stunden Offbeat-Maschine und die Leute wissen, was sie kriegen. Bei Schramme 11, weil es ja jetzt auch die ersten Live-Auftritte sind von uns, wissen sie eigentlich nicht, was kommt. Ich hoffe, sie erhoffen sich alles Gute von uns, was da kommt. Die Reaktionen sind weinen, lachen, also direkter. Man sieht direkt, was passiert, weil jeder die Texte auch wirklich bis ins letzte Detail versteht und wir die schweren Gewichte des Lebens ansprechen. Also wir machen da nicht irgendwie Pseudo-Lyrik, sondern nicht, dass die Texte schlecht sind, sie sind sehr schön. Liebe, Freundschaft, das Älterwerden an sich, die Verantwortung, die man hat, wenn man Kinder bekommt, was alles so passiert, einfach das Leben. An sich, das Leben auf der Straße wird behandelt und wir bringen das dann ehrlich rüber, wie die Leute uns auch sagen. Und es ist schön, dass das so funktioniert. Und es ist eben auch so, dass die Busters-Fans selber jetzt eben mit diesem neuen Projekt konfrontiert sind, uns natürlich als Musiker kennen und möglicherweise da erstmal überrascht waren. Aber ich habe keinerlei negative Kritik irgendwie gehört von den alteingesessenen Busters-Fans. Die sagen einfach auch schön, dass ihr das auch macht. Sie müssen ja auch keine Angst haben, dass es The Busters nicht mehr gibt. Insofern kann man das mögen oder eben nicht, dann geht man eben nicht zum Konzert und kauft nicht die Platte, aber also negativ irgendwie, macht ihr auch das noch oder sowas habe ich überhaupt nicht gehört.
Ihr seid ja jetzt mit eurem neuen Album durch Dick und Dünn auf Tour. Newcomer würde ich jetzt fragen, wie sie ihre erste Tour empfinden würde, aber ich glaube, die Frage wäre bei eurer 30-jährigen Bühnenerfahrung etwas fehl am Platz. Deswegen frage ich mal lieber, ob es Unterschiede gibt, wenn ihr als Schramme 11 auftretet, wie wenn ihr als The Busters auftretet. Also was sich schon unterscheidet, ist das Bühnenbild sehr stark. Wir haben auf der Bühne jetzt quasi so eine Kneipe aufgebaut, wo wir die Leute, eben die Zuschauer auch einladen, da teilzunehmen, mit uns einen Kneipenabend zu verbringen, 2 Stunden lang. Das ist schon ein großer Unterschied. Ansonsten technisch und so weiter ist das unser eingeschossenes Team, das da die Technik macht, den Ton, das Licht und so weiter. Also vom Bühnenbild ist es ein bisschen anders, aber ansonsten sind die eigentlichen Erfahrungen dabei die gleichen. Wenn man jetzt den Job so lange schon macht, hat man da immer noch das gleiche Gefühl, wenn man abends auf die Bühne geht? Also ist man da immer noch euphorisch, aufgeregt, Lampenfieber? Oder hat sich da irgendwann so eine Routine eingeschlichen? Also man hört, oder nicht man, ich höre oft, dass Künstler sagen, wenn man kein Lampenfieber mehr hat, dann stimmt irgendwas nicht. Das möchte ich so nicht unterzeichnen, für mich persönlich. Weil wenn man eine gewisse Routine hat, dann hat man einfach so ein heimisches Gefühl, ein Wohlgefühl. Man weiß, man steht mit der 11-Mann-Kummer auf der Bühne und weiß, was da passieren kann. Und man kann sich da in Sicherheit wiegen. Also es gibt andere Faktoren, die dazu beitragen, dass man dann schon Lampenfieber hat. Also ich weiß natürlich, was es ist von früher, aber auch aktuell. Es ist nur nicht immer so. Und ich finde nicht, dass es stimmt, dass man dann, dass irgendwas verkehrt sein könnte, wenn man es nicht mehr hat. Also oft liegt es natürlich an erster Auftritt, ja. Manch Text sitzt vielleicht noch nicht so sicher oder es gibt andere Faktoren, die so ein bisschen Unsicherheit auslösen. Aber das mischt sich dann kurz vorm Gig mit Konzentration und das wird dann meistens gut. Konzentration ist ja nicht schlecht, aber wenn man dann den zweiten, dritten Gig gespielt, dann kommt natürlich so eine gewisse Lockerheit ins Spiel und die versprüht man dann auch. Von dem her gesehen, Lampenfieber kennen wir, habe ich auch, ja, aber nicht vor jedem Auftritt unbedingt, dass man nichts essen kann und am liebsten einen Eimer bräuchte. Die Musikstile, die ihr in den beiden Bands macht, Schramme 11 und The Busters, hört ihr die privat auch oder sagt ihr, nee, wenn ich von der Bühne runterkomme, dann brauche ich was komplett anderes? Also ich höre sehr, sehr viel verschiedene Sachen und da ist das natürlich auch dabei, diese Art. Ich habe bestimmte Lieblingssongs auch bei Schramme 11 zum Beispiel. Das sind dann aber auch Musikstile, die ich sowieso dann auch sehr gerne höre. Ich bin jetzt nicht so ein riesiger Rockfan in erster Linie, aber ich mag gern so alten Rhythm and Blues, Country, bisschen so slawische Polka-Sachen und bulgarische Balkan-Bläser und solche Geschichten. Also sowas höre ich auch gerne, auch noch andere Sachen. So, das viel und ja, Ska und Reggae auch ganz viel. Ist einfach so, man hat ja auch angefangen, diese Musik zu machen, weil man sie toll fand. Habt ihr in eurer Karriere schon mal einen Moment gehabt, wo ihr von diesem, ich nenne es jetzt mal Musikzirkus, die Nase voll hattet und daran gedacht habt, aufzuhören? Ich noch nicht. Der Musikzirkus, ja, wir bewegen uns in verschiedenen Ebenen. Mit den Busters war es ja, wie gesagt, gab es in den 90ern einen Sony-Deal. Das Plateau schon angehoben und hat neue Erfahrungen gesammelt. Mit Busters bewegen wir uns auch in einem super Bereich, wo man auch die Clubs voll macht, jedes Jahr wieder, nach so viel Zeit. Das ist natürlich auch nach wie vor immer was Besonderes. Schramme 11 ist wieder aktuell was ganz Neues. Ein Major-Label steht hinter einem und Fernsehsender war Kooperationspartner. Also da erlebt man auch wieder neue Sachen. Man ist ein alter Hase und erfahren, aber es gibt immer wieder Sachen, die man sich mitnehmen kann und von denen man viel lernt. Ja, bei mir ist das höchstens so, dass mir das Ganze drumherum manchmal ein bisschen zu anstrengend wird. Also wenn viel Fahrerei ist, also irgendwo hinzukommen und zu spielen und ein schönes Konzert zu machen und zu musizieren und dann auch wieder alte und neue Gesichter wiederzusehen, das ist wunderbar. Aber so das Ganze drumherum, dann zusehen, dass man hier den Bus nicht verpasst oder den Flug nicht und dann ist er aber doch weg und dann sitzt man da aber doch noch rum und so geschieht und dann wartet man, bis der Auftritt endlich losgeht und da kommt dann viel Langeweile auf, viel Leerlauf, aber immer auf Hochtouren, weil man ja doch konzentriert ist dabei die ganze Zeit. Das ist nervig so, aber das Musizieren selber ist eine tolle Sache. So. Also der ganze Zirkus an sich kann schon mal nerven, das ist richtig, aber wir haben ja nichts Vernünftiges gelernt. Ihr 11 kennt euch ja jetzt schon sehr, sehr lange. Da gibt es doch bestimmt auch so einige Macken, die ihr übereinander wisst. Doch, ich glaube schon. Gibt es denn etwas, was ihr mir verraten wollt? Also, das habe ich jetzt wirklich noch nie erzählt. Ich
es gibt so, so Weintrauben ohne Kerne. Die esse ich eigentlich lieber als die mit. Das ist die einzige Macke. Ja. Wirklich. Kann man sagen, Marotten sind. Okay, dann andere Frage. Gibt es bei euch so eine Art Rollenverteilung in der Band? Also der eine ist eher so der Anführer, der andere der ruhigere. Gibt es sowas bei euch? Ja, Rollen in dem Sinne sind sie nicht, weil die werden ja nicht getauscht, sondern das ist die Persönlichkeit jedes Einzelnen. Und wir sind schon 11 starke Charaktere, möchte ich sagen. Aber auch dadurch, dass man einfach so lange schon zusammen Musik macht und unter anderem auch geschäftliche Sachen erledigen muss, die anstehen, ist das schon, wie soll ich sagen, eine gute alte Ehe. Man weiß, wie man den einen oder anderen zu handeln hat. Sprich, einfach mal dann alleine lassen und jetzt nicht ständig stochern, was ist da los, weil man weiß einfach, was los ist. Das Gute ist ja eben auch, dass bei so vielen verschiedenen Charakteren jeder auch Stärken einbringen kann und man davon als Gruppe eben auch profitieren kann. Wie das eben bei einer guten Ehe oder Partnerschaft eben auch ist oder sein sollte, dass eben man sich gut ergänzen kann und insgesamt dann was Größeres wird. Und das ist natürlich bei 11 Leuten, wo jeder ein Interesse hat, was zu tun, aber jeder eben andere Stärken einbringt, ein großer Vorteil. War das Projekt Schramme 11 für euch jetzt nur eine Auszeit von The Busters oder werdet ihr das auch auf jeden Fall weiterverfolgen? Und was würdet ihr euch dann für die Band noch wünschen? Also eine Auszeit in dem Sinne ja zwangsweise, denn wenn man Schramme 11 ist, kann man nicht gleich sich also bühnentechnisch The Busters sein oder spielen. Wir spielen die Tour zu Ende. Ja, Schramme 11 ist ja noch relativ jung im Vergleich zu The Busters. Dann mit 2,5 Jahren. Ja, nach der Tour stehen neue Pläne an. Man bespricht sich, was man alles machen wird, damit ein zweites Album eventuell kommt. Oder Tour live spielen. Jetzt nicht nur die Tour am Stück, sondern auch einzelne Live-Gigs, die womöglich angefragt werden, was schön wäre. Es ist aber auch so gewesen, dass wir jetzt in der Sommersaison einige Festivals gespielt haben, sowohl mal als Schramme 11 als auch als The Busters. Also es gab verschiedene Festivals, Stadtfeste, irgendwelche Open-Air-Sachen, wo schon die eine oder die andere Band dann gefragt war. Also es mischt sich dann schon insofern, dass man eben mal das eine Wochenende das ist und das andere das. Insofern kann man da auch nicht so richtig von Auszeit reden. Und last but not least, die berühmte Songlines-Frage. Das ist eine interessante Frage, denn das werde ich oft gefragt. Und ich kann das eigentlich nie so befriedigend für den Interviewer beantworten. Bei mir ist es eigentlich so, ich lasse es gerne auf mich zukommen. Ich freue mich über Dinge, die passieren, die geschehen. Ich habe eigentlich keine Pläne. Also ich höre das oft so, dass das Leute sagen, ja, dann in spätestens 3 Jahren möchte ich in dem Stadion gespielt haben oder unbedingt mit diesem Künstler mal zusammen was machen. Es ist bisher immer so in meinem Leben gewesen, dass sich Sachen ergeben haben. Und dass das dann schön war und gut. Also es ist nicht irgendwie was ich irgendwie forcieren würde und sagen würde, okay, wir müssen jetzt die 1-Millionen-Marke knacken oder was weiß ich, uns jetzt auch noch Luxemburg erschließen als Fanbase oder sowas. Insofern ist das schwierig. Also der Traum ist eigentlich eher, dass es weitergeht und dass es immer besser wird. Badische Riviera, ich bleib für immer dein. Badische Riviera, wo die Sonne mit uns singt. Auch wenn es nach Bier ist, F und Schokolade stinkt. Auch wenn es nach Bier ist, F und Schokolade stinkt. Heute schenkt das Glück einen auf.